Liebe Österreicher und Österreicher, als aktuelle Bundeskanzler-Variante möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie am Sonntag vor einer folgenschweren Entscheidung stehen. Schnitzel oder Cheeseburger? Also für mich persönlich ist die Sache ganz klar, ja. Aber vor Mittagessen sollten Sie auch noch wählen gehen. Die Bundespräsidentenwahl, die steht an. Und wenn man sich die Kandidaten anschaut und den aktuellen Präsidenten dazu nimmt, dann fällt Ihnen die Entscheidung womöglich leicht, zu wem eine Urne passt und mit wem Sie den Rosenkranz beten. Also noch einmal, ich kenne die anderen Kandidaten gar nicht. Ja. Ein älterer Herr, das ist klar, ein Sänger ist dabei oder ein ehemaliger Politiker, was ich weiß. Ich meine, da musst du schon raten, geht's da um eine Bundespräsidentenwahl oder geht's um eine neue Staffel von Dancing Stars? Das Gute ist aber, so kann man es auch sehen, dass der Präsidentschaftswahlkampf Energie gespart hat. Also die größten Leuchten haben wir nicht aufgestellt. Heini Staudinger, ja. Sicher, ja, der wird zwar auch in große Fußstapfen treten, aber der hätte wenigstens die Schuhe aus seiner eigenen Fabrik dabei. Dasilo Valentin, wenn der Valentin gewinnt, ist am Sonntag dann Valentinstag? Das ist eine gute Frage, Herr Bundeskanzler. Zwei Valentinstage im Jahr. Schon verwirrend. Na, den wollen Sie bitte nicht. Außerdem hat Armin Wolf gesagt, er hat alle 7 Bücher gelesen vom Valentin. Na gut, da hat er eh schon sein Wahlziel erreicht, im Endeffekt. Der Marco Bogo von der Bierpartei? Den habe ich schon gehört. Wirklich? Den habe ich schon gehört. Also ich habe 2 Tickets gekauft. Für sein Konzert. Zählt das schon. Das ist egal, auch der wird es nicht schaffen, aber trotzdem, der Hopfen stirbt zuletzt. Ich meine, da fragst du ja schon, bitte, geht's da um einen Präsidenten oder um einen Zirkusdirektor? Das ist ja nicht zum Aushalten. Michael Brunner, ja, der hat seine Partei nach einer Grußformel benannt. MFG mit freundlichen Grüßen, aber sicher nicht in die Hofburg. Dann der Gerald Groß, der würde die Regierung sofort entlassen. Das heißt, mit seinem Amtstritt würde die Arbeitslosigkeit in Österreich sofort mal steigen. Also, ob das eine gute Idee ist? Ja, mit dem Walter Rosenkranz würde die Hofburg wieder nach rechts rücken. Damit verliert der Ring eine weitere Fahrspur. Und es gibt noch mehr Stau. Das hätte noch gefällt. Also, da fällt es nur, dass der Lugner noch einmal antreten war. Ja, dann würde die First Lady nicht Mausikatsch oder Bambi heißen, sondern Bundesadler. Wir wollen zum Abschluss vielleicht noch eine Wahlempfehlung für Sonntag abgeben. Ja, also von mir aus können wir das gerne machen. Obwohl ich glaube, es ist kein Geheimnis, wofür ich mich entscheiden würde, Herr Bundeskanzler. Ich entscheide mich für... Bei mir wird es der Van der Bellen, aber ich gebe zu, das ist eigennützig. Der ist der Einzige, der sich mit Angelobungen auskennt. Bei dir? Der Cheeseburger. Danke für Ihre eingeschränkte Unaufmerksamkeit und infizieren Sie sich nicht. Alles Gute, wir gehen jetzt zur Geburtstagsfeier vom Van der Bellen. Was? Der hat Geburtstag? Nein, sein Anzug wird heute 50. Ja, dann gehen wir hin.